14. Runde in der Regionalliga Salzburg und die Austria muss in Arne fahren. Wobei muss, in Corona-Zeiten muss man schon sagen, darf. Das ist keine Telefonzelle, die undicht ist, das ist eine Desinfektionskabine. Besondere Zeiten erfordern offenbar besondere Konstruktionen. Bei der Austria ist Marco Oberst in der Viererkette wieder dabei. Und Anif, das muss man ganz klar sagen, erwischt den viel besseren Start in die Partie. Ist immer auf dem Posten, lässt wenig zu von Austrias Seite und erarbeitet sich viele Möglichkeiten. Die stören immer den Spielaufbau, setzen nach, sind hellwach von der ersten Minute an. Kreins und Anif geht dazwischen. Da bricht ein Anifer durch. Es gibt Eckball. Naja, eigentlich hätte es Abstoß gegeben. Aber sei es drum. Eckball zählt. Puh, durchatmen. Schlosser hat den Ball. Das hätte aber auch ganz anders ausgehen können. Vielleicht gelingt der Austria jetzt was. Marinko Sorda. Ball raus auf Burkabeck. Aber Anif auf dem Posten. Auf der anderen Seite gleich wieder Eckball für Anif. Und der geht an Freund und Feind vorbei. Und wie knapp das war, das sieht man erst aus der anderen Perspektive. Nochmal Eckball für Anif. Er kriegt den Ball wieder raus. Bessere Position, Ball kommt schon wieder hinein. Kerze im Strafraum. Die Austria kriegt den Ball nicht weg. Nachschuss, bisschen Billard. Oder Flipper besser gesagt. Und dann landet irgendwann endlich der Ball bei Schlosser. Ja, das ist wirklich nicht schön anzusehen zeitweise. Vor allem, wenn man durch die violette Brille schaut. Anif mit Zug nach vorne. Und die Austria mit Glück. Hier spielt die Austria-Abwehr auf Abseits. Und die spielen mit dem Feuer. Wieder viel Glück für die Hintermannschaft der Violetten. Ja, so richtig läuft nach vorne auch nichts zusammen. Simpel kriegt diese Szene mit Marinko Sorda. Nach rund 35 Minuten reagiert Christian Scheider, bringt für Schweighofer Lazarevic und der bringt viel Schwung ins Spiel der Salzburger. Geht's gleich nach vorne. Lazarevic am Ball vorbei und der von der Stange zurück aufs Feld. Beste Möglichkeit der Austria bisher. Die Austria hat jetzt mehr Schwung, versucht immer aggressiv nach vorne zu spielen, spielt auch etwas schneller und das zeigt sich auch, ist jetzt deutlich besser anzusehen und ist auch von der Effektivität her schöner. Allerdings Tore, die sind noch immer Mangelware. Ball in die Spitze, gibt Einwurf für die Austria. Verzeihung, ein Eckball gibt es natürlich. Umberto Gruber wird den treten, er richtet sich hier den Ball zurecht, da kommt er, Josef Stadelbauer im Anif-Kasten faustet weg. Ja, aber den Ball, den hat der Anif-Keeper dann sicher. Wieder ein Ball auf Lazarevic, aber den erreicht auch er nicht. Die hohen, weiten Bälle, die sind ein probates Mittel. Stadelbauer ist da gezwungen, rauszukommen. Ja, und das ist eindeutig Verhinderung einer Torchance außerhalb des Strafraums. Da hat der Keeper nichts mit den Händen am Ball verloren. Ganz klare rote Karte. An diesem Tag kann er früher duschen gehen. Die Austria hat dann einige Zeit zu besprechen, wie man weitermachen will, denn Marvin Aumeier, der Ersatzkeeper der Anifer, hatte weder ein Trikot noch die Schuhe bei der Hand. Gleich der Freistoß.
Und der Ball streicht am Tor vorbei. Marco Hödl und Anif auf dem Posten. Halbzeitstand 0:0. Anif, das muss man klar sagen, hatte die besseren Chancen, die Austria in den letzten 10 Minuten. Dann aber sehr viele gute Momente und genauso geht es in der zweiten Spielhälfte weiter. Jetzt brennt es öfter im Anif-Strafraum. Vor das Austria-Tor kommen die Flachtorer fast überhaupt nicht mehr. Melvis Mimic und Aumeier kann den Ball abblocken. Der macht seine Sache wirklich nicht schlecht. Da hat Kreins Platz, aber sein Ball geht über das Tor. Dann Premiere im violetten Trikot. Melvis Mimic geht runter. Thomas Gastager, der Neuzugang vom SRK, der bisher immer verletzt war, kommt aufs Spielfeld. Ball auf Burkrebeck, der bringt ihn herein. Mariko Sorda, Florian Wiedel kriegt ihn. Auf Kreins, der hat ein bisschen Platz und schießt und Tor! Tor für die Austria und was für ein Treffer! Da kann sich der Austria-Kapitän wirklich zurecht feiern lassen. 69. Minute. 0:1. Richtig schöner Treffer. Den schauen wir uns gleich nochmal an. Einfach perfekt getroffen. Marinko Sorda. Weiter Ball quer übers Feld auf Lazarevic. Im letzten Moment geklärt. Und in der Spielart geht's weiter. Wieder Lazarevic. Und Marvin Aumeier, der macht seine Sache wirklich nicht schlecht. Manuel Kreins. Und wieder Aumeier. Freistoß für Anif. Landet dabei bei der Austria-Abwehr. Marco Hödl hat den Ball vor. In die Spitze schon. Kreins ist da. Auf Lazarevic, der geht in den Strafraum. Wird zu Fall gebracht und ganz klare Entscheidung. Da zögert der Schiedsrichter überhaupt nicht. 11 Meter für die Salzburger Austria und schießen wir den Marco Hödl, der Führende in der Torschützenliste. Hödl tritt an und Hödl trifft 2:0, 81. Minute. Das kann man mit Fug und Recht als Vorentscheidung bezeichnen. Und in der Tonart, also tonangebend, die Austria geht es auch in den letzten Minuten weiter. Die Austria hat noch einige Chancen. Anif wird nicht mehr gefährlich. Lazarevic nach vorne. Ball kommt rein. Und Hödl vergibt die letzte Möglichkeit in diesem Spiel. Einen Eckball gibt es dann noch. Aber dieser Schuss von Kreins findet den Kasten nicht. Und das war's. 2:0 Sieg für die Salzburger Austria. Schwach begonnen, aber aufgrund der zweiten Spielhälfte durchaus verdient. Am Anfang haben wir das Spiel nicht so wirklich unter Kontrolle gebracht, dann aber immer stärker geworden. Ist das eine richtige Einschätzung? Ja, ich denke einfach, dass wir uns die erste halbe Stunde waren wir überhaupt nicht präsent. Wir haben viele Ballverluste gehabt, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ja,
ein, zwei Spieler haben halt einfach halt keinen guten Tag gehabt. Wir haben darauf reagiert und dann, denke ich, mit der Einwechslung vom Laser und einer kleinen Umstellung sind wir besser in die Partie gekommen. Ich glaube, die letzten 10 Minuten von der ersten Halbzeit haben uns dann gekehrt und durch den Druck, ja, ist natürlich die rote Karten dann passiert. Wenn er nicht hingeht, dann glaube ich, ist der Ball im Tor. Ja, schlussendlich denke ich, die erste Halbzeit, die letzten 10 Minuten waren okay, aber die erste halbe Stunde, glaube ich, können wir nicht zufrieden sein. Jetzt passiert relativ viel rund um den Fußball. Wie geht es dir damit um? Ja, ich glaube, wie jeder andere, der was Sportler ist, wir haben am Donnerstag nochmal alle sensibilisiert. Wir haben darauf hingewiesen, wie wir uns als Sportler und als Funktionäre zu verhalten haben, wenn wir in der Öffentlichkeit sind, wenn wir innerhalb von der Mannschaft sind. Wir haben geschaut oder nochmal gesagt, dass wir einfach ja, auch eine Vorbildfunktion haben für viele und das probieren wir zum Einhalten. Marco hat wieder getroffen, dann aus einem Elfmeter in der zweiten Hälfte. War am Ende dann doch ein verdienter Sieg, oder? Ja, ich denke nach der zweiten Halbzeit schon, aber man muss dazu sagen, der Knackpunkt der Partie war ganz klar die rote Karten. Für den Tormann von Anif, die erste halbe Stunde, das war einfach nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, haben nicht unser Passspiel durchziehen können, aber im Endeffekt zu einer 3 Punkte und das haben wir heute mitgenommen. Du meinst also, das ist so eine Partie, wo man einfach punkten muss, wo es kein schönes Preis zu gewinnen gibt? Genau, so sehe ich es auch. Also vor allem, wie gesagt, nach der roten Karten haben wir geduldig spielen müssen, das haben wir dann gemacht und dann ja, Traumtor doch um Grenzen und das war dann, glaube ich, die Erlösung. Jetzt, während wir das Interview machen, sieht es ja relativ okay aus, es regnet nicht. Aber irgendwie war das heute Stimmung wie Sonntag, 10.30 Uhr. Ja, so kann man das sagen. Also ich weiß auch nicht, woran das gelegen hat. Vielleicht spielt da ein bisschen das Drumherum eine Rolle, was da jetzt gerade alles passiert. Aber wie gesagt, wir können froh sein, dass wir spielen dürfen. Und ja, mehr gibt es glaube ich dazu nicht zu sagen.